Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich möchte die Möglichkeit nutzen, heute im Berliner Abgeordnetenhaus die Lampedusa-Berlin-Flüchtlinge herzlich willkommen zu heißen. Herzlich willkommen! Die Tragödien der letzten Wochen haben nicht zum ersten Mal drastisch vor Augen geführt, dass die europäische Abschottungspolitik gegenüber Asylsuchenden und Flüchtlingen gescheitert ist. Diese Politik hat das Recht auf Asyl und den Schutz von Flüchtlingen ad absurdum geführt. Menschen, die Schutz in Europa suchen wollen, kommen zu Tode, bevor überhaupt über ihr Anliegen entschieden werden kann. Obwohl mittlerweile sogar führende Politikerinnen aus der CDU das Scheitern der Abschottungspolitik der EU konstatieren und eine neue Politik verlangen, setzt Bundesinnenminister Friedrich weiter auf Abschreckung und will die Festung Europa weiter ausbauen. Die von der Bundesregierung gewollte Abschottungspolitik führt auch dazu, dass Flüchtlinge in Deutschland selbst mit verschiedenen Formen des Protests für ihre Rechte kämpfen müssen. Und es ist bezeichnend, dass sie dafür sogar ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Es ist zu begrüßen, dass die Integrationssenatorin, Frau Kollegin Kollath, sich mehrfach mit den protestierenden Flüchtlingen in Berlin getroffen und zuletzt auch mit zur Aussetzung des Hungerstreiks beigetragen hat. Doch der Berliner Innensenator, Kollege Henkel, glänzt eher durch Abwesenheit, obwohl er ebenso dafür für diesen Bereich zuständig ist. Ich erlaube mir, aus einem Kommentar der Berliner Zeitung vom 21.10.2013 zu zitieren: Henkel könnte die Flüchtlingsproblematik zu seinem Anliegen machen. Er weiß am besten, wie sehr die Stadt in der Vergangenheit davon profitiert hat, Menschen, die von einem besseren Leben träumen, aufzunehmen. Er war selbst mal einer dieser Menschen. Er kam als Flüchtling aus der DDR nach West-Berlin, baute sich ein neues Leben auf. Es gibt aber, wenn ich das mal so formulieren darf, lieber Kollege Henkel, prominentere Personen als unser Innensenator, die nur deshalb unserer Stadt dienen durften, weil sie woanders Schutz erhalten konnten. Beispielsweise Willy Brandt in Skandinavien oder Ernst Reuter in meiner alten Heimat der Türkei. Und trotz dieser Erfahrungen trägt der Innensenator nicht zur humanitären Lösung der flüchtlingspolitischen Konflikte in dieser Stadt bei. Das ist armselig und das ist auch nicht christlich, Herr Henkel. Wir alle müssen uns diese Herausforderungen stellen und nach Lösungswegen suchen. Wir müssen diesen Menschen, die vor Unterdrückung, Gewalt, Umweltkatastrophen und anderen Gründen in die EU, in die Bundesrepublik flüchten, einen menschenwürdigen Schutz ermöglichen können. Und da reicht es eben nicht aus, Frau Senatorin Kollath, immer nur wohlfeile Versprechungen von sich zu geben. Wir wollen jetzt endlich Taten sehen. Mit Ihren Stimmen, liebe Abgeordnete der SPD, wurden hier im Haus schon viele Anträge der Opposition zur Flüchtlingspolitik abgelehnt. Sei es die Abschaffung der Residenzpflicht, die Unterbringung in Wohnungen, ein Winterabschiebestopp oder die Abschaffung des menschenfeindlichen Flughafenverfahrens. Jede Verbesserung der Rechte von Flüchtlingen wurde von Ihnen abgelehnt. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Ihre bisherige Strategie, Reden ohne Handeln, das läuft nicht mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Land Berlin sollte Vorreiter einer neuen, humanen, unseren historischen Erfahrungen und Verantwortungen gerecht werdenden Flüchtlings- und Asylpolitik im Lande Berlin auf Bundesebene und in der EU werden. Hier ist ein ganzer Maßnahmenkatalog gefragt. Ich nehme nur einige Punkte heraus. Der Senat sollte sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen,
dass das Abschottungspolitik der Europäischen Union abgebaut wird. Die voraussichtliche Koalition auf Bundesebene aus CDU, CSU und SPD hat 1992 und 1993 mit dem sogenannten Asylkompromiss das Grundrecht auf Asyl faktisch aufgehoben. Sie haben jetzt die Möglichkeit und die Pflicht, dem historischen Auftrag des Grundgesetzes entsprechend Asylsuchenden und Flüchtlingen Schutz und menschenwürdige Lebensbedingungen zu bieten. Dazu gehören unter anderem die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Residenzpflicht. Dazu gehört allerdings auch eine Änderung des Artikels 16a Grundgesetz. Ich bin sicher, dass die zukünftigen Oppositionsparteien im Bundestag ein solches Anliegen zur Wiederherstellung des Asylrechts unterstützen werden. Auch auf Landesebene gibt es genug zu tun. Der Senat muss dafür sorgen, dass den über Libyen und Italien eingereisten in Berlin lebenden Flüchtlingen sowie denjenigen, die während ihres politischen Protestes ihre Bleiberechtsperspektive in anderen Bundesländern verloren haben, ein Aufenthaltsrecht aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen gewährt wird. Auch bei der Residenzpflicht gibt es neuen Handlungsspielraum. Wir können eine gemeinsame Rechtsverordnung mit Brandenburg erlassen, nach der Asylsuchende sich ohne behördliche Erlaubnis vorübergehend im jeweils anderen Bundesland aufhalten können. Dazu liegt unser Antrag vor. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Ihnen Ihr Parteiprogramm nur einen Funken wert ist, können Sie diesem Antrag nur zustimmen. Der Berliner Senat muss eine Lösung für die Flüchtlinge am Oranienplatz und in der Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg finden. Die Forderung von Sozialsenator Chaya, erst müssen die Flüchtlinge den Camp am Oranienplatz räumen, verdreht die Problemlage. Erst wenn der Senat den Flüchtlingen eine Unterkunft anbietet, kann das Camp geräumt werden. Deshalb sollte der Senat diese sinnlose Diskussion beenden und den Flüchtlingen vor Winterbeginn eine menschenwürdige Bleibe zur Verfügung stellen. Weiterhin ist der Senat aufgefordert, erneut mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu verhandeln, damit sie mehr Wohnungen für Flüchtlinge bereitstellen. Auch die Beschulung der Flüchtlingskinder ist noch mangelhaft. Der Senat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Bezirken für eine vernünftige Beschulung der Flüchtlingskinder zu sorgen. Jedes Kind hat ein Recht auf Schulbesuch, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Nicht zuletzt fordern wir den Senat auf, Integrationskurse sowie die Angebote der Arbeitsförderung für Flüchtlinge zu öffnen und vorhandene Qualifikationen, liebe Frau Kohlert, schnell für den hiesigen Arbeitsmarkt anzuerkennen. Dies ist eine Reihe von wichtigen Aufgaben. Und liebe Abgeordnete der Koalition, lieber Senat, wenn Sie das nicht endlich anpacken, dann können Sie noch so oft in der Presse von einer humanitären Flüchtlingspolitik sprechen, noch so sehr sich selber feiern. Wenn keine Taten folgen, machen Sie sich vollends unglaubwürdig. Herzlichen Dank.